Władysław Miecebrocze wurde höchstwahrscheinlich in Polen an einem nicht bekannten Datum geboren. Bekannt über sein Leben vor den Morden ist nur, dass er den deutschen Behörden bereits als kriminell bekannt war. Am 1. Juli 1941 schlich er sich in das Hotel zur Stadt Oldenburg und suchte nach Wertsachen. Der Besitzer wollte den ihm unbekannten Mann, der ihm verdächtig vorkam, überprüfen und bat ihn daher in sein Gästezimmer. Kurz vor 7 Uhr morgens erschoss Miecebrocze den Besitzer des Hotels mit 2 Schüssen in die Brust. Er nahm die Brieftasche des Opfers an sich, in der sich etwa 2400 Reichsmark befanden. Bei seiner Flucht aus dem Gebäude wurde er vom Hausmeister gesehen. Dieser konnte später den Behörden eine unvollständige Beschreibung des Flüchtigen geben. Am Tatort fand man unter anderem eine 3. Klasse-Fahrkarte der Deutschen Reichsbahn und ein Notizbuch, welches mit Einträgen in polnischer Sprache versehen war. Ebenso standen dort Adressen und auf einer der ersten Seiten stand Miecebrocze. Zunächst wurden die Gegenstände nicht mit dem Täter in Verbindung gebracht, da es sich bei dem Tatort um eines der vielen Gästezimmer handelte. Anhand von Fotos wurde Ähnlichkeit mit einem deutschen Einbrecher festgestellt. Der besagte Kriminelle stand bereits auf den Fahndungslisten und war schon länger flüchtig. Die Ermittlungen wurden erschwert, da der bearbeitende Beamte kurze Zeit darauf in eine Schießerei mit Kriminellen verwickelt wurde und dabei ums Leben kam. Der Mieter des Gästezimmers wurde gefunden, doch eine Schriftprobe bewies, dass dieser mit dem Notizbuch nichts zu tun hatte. Die Notizen wurden übersetzt, doch es wurden daran keine Hinweise auf begangene oder geplante Verbrechen gefunden. Die Adressen wurden aufgesucht, doch ohne nennenswerte Ergebnisse, bis sie auf eine junge Frau trafen. Diese lieferte den verdeckt operierenden Ermittlern in einem Gespräch den vollen Namen des Verdächtigen. Er war den Behörden bereits bekannt und so wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Später fiel einem Hilfsgendarmen ein verdächtiger Mann auf, der auf einem Fahrrad saß. Dieser konnte sich nicht ausweisen. So bat er den Verdächtigen, ihn mit zu seiner Dienststelle zu begleiten, um die Identität zu überprüfen. 400 Meter vor der Dienststelle erschoss Miecebrocze den Mann und gab auch noch einige Schüsse auf einen herbeieilenden Beamten ab. Der zweite Beamte erlitt einen Schuss in den Oberschenkel. Der Schütze floh. Nun wurde auch die Öffentlichkeit über den Mörder informiert. Ein Schuhmachermeister erkannte auf den Fahndungsplakaten einen Kunden und informierte die Polizei. Da der Kunde später ein paar Schuhe, die er zur Reparatur abgegeben hatte, abholen wollte, befanden sich 2 Beamte, als Kunden getarnt, ebenfalls im Geschäft. Der erste Zugriff scheiterte und der Täter floh. Doch die Beamten holten ihn nach etwa 50 Metern ein und verhafteten den Gesuchten. Der Schuhmacher erhielt die ausgeschriebene Belohnung von 3000 Reichsmark. Ein späterer Fluchtversuch über eine mit Stacheldraht versehene Mauer scheiterte. Später wurde Miecebrocze mit zahlreichen anderen Gefangenen, welche die Todesstrafe erwarteten, eingesperrt. Er wagte erneut einen Fluchtversuch. Er entriss einer Wache die Maschinenpistole und bedrohte den anderen Wächter, um die Schlüssel zu bekommen. Alle Gefangenen dieser gewaltigen großen Zelle, fast 100 Männer, verließen die Zelle, um aus der Schusslinie zu sein. Ein anderer Gefangener jedoch, ein politischer Häftling, entriss dem Polen die Waffe und gab sie dem Wachmann zurück. Mit dieser Tat rettete der Todeskandidat sein eigenes Leben. Ihm wurde die Todesstrafe erspart als Belohnung für seinen Einsatz. Während die Wachen nun Miecebrocze überwältigten, gingen die anderen Gefangenen ruhig und ohne Fluchtversuche zurück in die Zelle. Es ist unbekannt, wann genau der Prozess begann und wann das Urteil gefällt wurde. Sicher ist, dass Miecebrocze wegen 2 Morden und einem Mordversuch zum Tode verurteilt wurde. Er wurde an einem unbekannten Datum hingerichtet.